Es ist ein in mehrerlei Hinsicht spezielles Krone oder Kasperl, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Zum Ersten, weil wir uns nicht wie gewohnt aus dem Krone-TV-Studio in Wien melden, sondern aus dem mobilen Newsroom hier in Spielberg. Hallo. Und zum Zweiten, weil wir soeben ein sehr spektakuläres erstes Rennwochenende in Spielberg hinter uns gebracht haben. Nur der Hauptdarsteller, der ist nach wie vor der gleiche. Und der war allerdings auch verschollen, unter Anführungszeichen. Die Rede ist vom Sportchef der Kronenzeitung, Peter Franeder. Servus. Servus, Michael, ja. Warst du denn all die Zeit? Die Fans haben gebankt. Totalverlust der Stimme, hört man immer nur ein bisschen. Die Ärzte meinen Staubbollen, weil, wirst nicht glauben, ich gehe jeden Tag in der Früh fast walken. Aber der gesunde Lebensstil hat dich immer schon ausgezeichnet. Genau, aber wir wissen, oder ich weiß, wer in Wahrheit an dem Ganzen schuld war. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir es denken, wenn du so anfängst. Ja, Peter Molzi, weil er mit 20 Mal am Tag anruft und ich dementsprechend viel reden muss. Ja, Stimmverlust, jetzt geht's die wieder. Die Sendung ist noch keine 15 Sekunden alt und der Molzi hat die alte Watschen bekommen, alles wie gehabt. Ja, hat sich nichts verändert, bleibt alles beim Alten. Gut, dann starten wir inhaltlich in Medias Res. Wir haben ein turbulentes, ein spektakuläres, ein verrücktes Grand Prix-Wochenende hinter uns gebracht, das du wie erlebt hast, Peter? Ja, ich mache den Job über fast 30 Jahre. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich auch nur ansatzweise so ein Sportwochenende erlebe. Normal würden da draußen jetzt die Massen vorbeiziehen, hupen, jubeln, feiern. Die Straße ist total leer, also von dem her schon völlig grotesk. Auch die Lokale waren leer, die Gastronomie, mein Hotelier hat gesagt, eine Katastrophe für uns alle. Wir sind natürlich trotzdem froh, dass gefahren wurde. Wichtig für den Sport, wichtig für unser Land. Hunderte Millionen haben sicher weltweit heute zugeschaut. Und sie haben auch wirklich was erlebt dabei, muss man sagen. Allerdings, und zwar so viel, dass wir wirklich Gefahr laufen, den Überblick zu verlieren. Deswegen haben wir uns ein bisschen Stichworte gemacht, beziehungsweise ich mir, damit du nicht so viel hocken hast, wie es halt sein soll. Zum Beispiel steht da ganz groß Hamilton. Ha. Über den Herrn müssen wir natürlich ganz gesondert sprechen. Was fällt dir denn ein zu dem Herrn? Ja, Hamilton hat im Interview mit der Krone gesagt, mich kann am Weg zum Weltmeistertitel nur Corona stoppen. Wie man hier gesehen hat, können ihn ganz andere Dinge stoppen. Er war schon einmal nur Zweiter im Qualifying hinter Bottas. Dann hat er nur eine Strafe gekriegt, weil er ihn der Licht übersehen hat. Heute hat er die nächste Strafe gekriegt, ist nur Vierter geworden. Wie immer man das mit den Strafen beurteilen mag, ob die jetzt gerechtfertigt waren oder nicht. Richie Koch, der Experte der Kronenzeitung, hat eine klare Meinung gesagt, war viel zu hart. Ich empfinde es auch als ein bisschen hart, aber trotz allem muss ich ganz klar sagen, der Herr Hamilton, der sechsfache Weltmeister, ist der Depp von Spielberg. Zumindest an diesem Wochenende. Kriegen wir jetzt trotzdem noch ein Interview mit ihm? Das weiß ich nicht, aber man sicher wieder man weiß ja, dass Hamilton ein treuer Seher von Krone oder Kasperl ist. Jede Woche schaut er sich an und schickt mir dann WhatsApp, ob wir gut waren oder nicht. Ja, das soll nicht beleidigt sein. Weiß klar, das wird er, schon aushalten. Das wird er verkraften. Apropos beleidigt sein. Folgende Partei unter Anführungszeichen läuft ja auch Gefahr, jetzt eine einzuheimsen von dir, nämlich erwatschen. Wir wollen nämlich über Red Bull sprechen. Das Team hat nämlich mit einem Nuller begonnen. Ja, ist ein bisschen schwierig für mich, weil wir sind ja da in einem Newsroom, den wir gemeinsam mit Red Bull haben. Aber trotz allem natürlich... Kann ich natürlich nicht aus deiner journalistischen Pflicht. Nein, auch eine ganz schwere Niederlage, eine ganz schwere Tätschen, die da im Heimrennen kassiert haben. So nebenbei auch der Herr Sebastian Vettel, der ist der zweite Team. Wenn wir schon beim Watschen verteilen sind. Also heute teilen wir nur aus, jetzt loben wir dann einmal den Sieger, oder? Ja, das müssen wir auch machen, weil Terry Bottas, damit wir den der Ordnung halber auch noch erwähnen, ein würdiger Sieger und ein verdienter Sieger. Absolut, der beste Mann des Wochenendes. Qualifying dominiert heute fehlerfrei. Und so wird es der Herr Hamilton nicht leicht haben im Titelkampf gegen seinen Teamkollegen, wenn der so weiterfährt. Ne? Genau, und in einer Woche wissen wir ja dann mehr, dann sind wir alle gescheiter, weil dann nämlich das zweite Rennwochenende steigt. Dann wird der gute Mann allerdings nicht mehr hier weilen, sondern bei einer anderen Veranstaltung, die auch schon ihre Schatten vorauswirft und die wird in Kitzbühel über die Bühne gehen. Ja, Einladungsturnier von Dominic Thiem wird natürlich eine interessante Sache. Ich glaube, 500 Zuschauer sind täglich zugelassen. Auch gut, dass es das gibt. Aber ich werde in Kitzbühel noch was ganz anderes machen. Nämlich eine Reportage mit den Veranstaltern des Hahnenkammrennens. Die haben den Kartenvorverkauf schon ausgesetzt, einmal bis September, weil sie glauben, dass auch im Jänner noch nicht wirklich Fans dorthin dürfen. Und das wäre natürlich das totale Fiasko, ne? Weil es ist schon da schlimm gewesen ohne Fans. Kitzbühel ohne Fans ist
wie ein Schnitzel ohne Panier, wie ein Bier ohne Schaum oder wie Krone und Kasperl ohne Krone und Kasperl. Apropos, hast damit, du das mitgenommen? Damit ich mir jetzt auch meine Watschen abhole, was soll ich, es gibt nichts zu beschönigen. Gesagt, mein altersschwaches Gehirn hat mich tatsächlich im Stich gelassen. Aber ich habe es ja eingangs schon erwähnt, es ist ja in mehrerlei Hinsicht eine spezielle Auflage von Krone oder Kasperl. Die geht diesmal auch ohne die üblichen Utensilien und Requisiten über die Bühne. Ich habe es vergessen. Was du gehst auch immer los auf mich, wenn ich falsche Prognosen tätige. Der will mich nie trauen. Okay. Alles Gerüchte, Fake News. Wenn wir schon über Kitzbühel und Tennis sprechen, warum fährt der Malzi eigentlich nicht nach Kitzbühel? Malzi muss Redaktionsdienst als Strafe für meine Stimme machen, die nächsten 3 Wochen durch in der Redaktion. Muss über welche Sportarten schreiben und berichten? Nein, das war unfair den Sportarten gegenüber. Okay, aber jedenfalls werden wir und werden Sie Peter Fraunetter in Kitzbühel erleben. Und dann bleiben wir beim Balltauschen, aber Filz gegen Leder und widmen uns dem Fußball zu. Denn auch diesbezüglich hat sich einiges getan an diesem Wochenende, zum Beispiel im Abstiegskampf in der österreichischen Bundesliga. Der ist nämlich entschieden. Ja, tut mir sehr leid um Wartens. Sehr sympathischer Verein, sehr sympathische Mannschaft, sehr, sehr attraktive Präsidentin, wenn ich das sagen darf. Frauenversteher Peter Fraunetter in Hochform. Schmeckt wieder zu. Zudem kenne ich den Jungstar, den Michi Swoboda, der seit er ein kleiner Bub war, hat er in Schwächert gespielt, habe ich ihm angeschaut. Jedes Mal, weil mein Sohn auch dort war. Aber es freut mich sehr für die Admira, weil mein Sohn ist dann von Schwächert zu Admira gewechselt, hat 5,5 Jahre dort gespielt. Ich habe viele, viele Stunden in der Südstadt verbracht. Ja, unabsteigbar, hat schon damals geheißen. Es ist nach wie vor so unabsteigbar. Ja. Ist der Fraunetter-Bur der bessere Kicker oder der Malzi-Bur? Naja, das reden wir anders. Da kann man jetzt einiges hinein interpretieren. Auch die Europacup-Frage, die ist seit Sonntag entschieden. Der WRC spielt fix in der Europa League, beziehungsweise schon in der Gruppenphase. Der LASK auch, muss es allerdings durch die Qualifikationshintertür probieren. Und der LASK hat schon einen veritablen Abstieg zu verbuchen in der Post-Corona-Ära. Selbst verschuldet. Wir wissen, dieser Blödsinn mit dem Training haben wir schon einmal besprochen. Man hat gesehen, wie verunsichert das die ganze Mannschaft hat. Jetzt sind sie nicht einmal mehr Dritter. Ja, totaler Absturz, auch viele Sympathien verspielt. Ich bleibe trotzdem ein LASK-Fan und würde mich freuen, wenn sie nächste Saison wieder so spielen, wie sie letzte Herbstsaison gespielt haben. Erfrischend, schön zum Anschauen, aggressiv, sympathisch. Ja, Auftrag nach Oberösterreich. Ich dachte, du bist unabhängiger Journalist. Wie kannst du Fan von einer ich Mannschaft? Mir gefällt es, wenn wer schön spielt, wenn wer erfrischend spielt. Sonst bin ich absolut neutral natürlich. Okay. Bist du eigentlich David Alaba-Fan? Ja. Wie das? Sicher der herausragende Fußballer, den wir in den letzten 10 Jahren hatten. Jetzt hat er mit seinem Traumfreistoß zum 1:0 den Bayern den Weg zum Cupsieg ermöglicht. Ja, und hat seinen Marktwert sicher noch einmal in die Höhe geschraubt. Bekanntlich gibt es ja Verhandlungen, noch keine Vertragsverlängerung. Ich glaube, wir werden ihn in England oder Spanien sehen. Das wäre jetzt wieder mal ein Fall für die berüchtigte Fraunettersche Prognose. Sollen wir die wieder? Gut, das Archiv vergisst ja Gott sei Dank nicht. Wir werden ihn da gerne festnageln. Also, bitte, gib einen Tipp ab. Wo werden wir den Herrn Alaba nächste Saison bewundern dürfen? David Alabas nächste Station, ob nächste Saison schon, weiß ich nicht. Weil ich glaube, der Vertrag, das ist ein bisschen schwierig. Ist entweder Manchester City oder der große FC Barcelona. Puh. Fraunetter legt sich fest. Gut, also starker Tobak, der der Sportchef da wieder an den Tag legt, selbstverständlich, das wird gut aufbewahrt. Jetzt tue ich mir ein bisschen schwer, weil normalerweise leite ich jetzt zu dir über und sage, walte deines Amtes und verleihe bzw. verteile einen Kronen, deinen Kasperl. Der ist nur nicht da. Sie müssen sich das jetzt vorstellen, am Wort ist trotzdem der Juror der Nation. Bitteschön. Die Krone der Woche geht an unseren Freund David Alaba, weil er Saisonabschluss wieder mal herausragend war, überhaupt eine großartige Saison gespielt hat. Innenverteidiger, jetzt auch schon Abwehrchef der Bayern ist, so viele Jahre Stammspieler in der deutschen Bundesliga. Also David, Hut ab, ich bringe dir den selbst nach München. Du rabst dorthin oder du walken, gehört ein bisschen stark. Richtig, ja. Aber bin ich tot. Gut, alles dann, bitteschön, wer darf sich den Kasperl einverleiben, zumindest virtuell? Das wirst du ahnen. Der Kasperl geht an den 6-fachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und mein lieber Freund und Kollege Richie Kölk, der kommt nächste Woche wieder hierher, der wird ihm den mitnehmen und überreichen und dann kriegt er exklusiv Interview. Wird auch Freude haben, der Hamilton vom Kölk oder so. Irgendwie. Ja. Wie kriegst du bis nächste Woche deine Stimme wieder fit? Ja, oder ganz besser. Fit? Ja, nein, das
Ich habe Pulver verschrieben bekommen, ist alles im Lauf. Okay, dann. Aber Montag bin ich schon auf Urlaub in Porto Rosso. Hast du. Habe ich wieder die Ehre mit dem Kollegen Moizzi, der bis dahin seinen Strafdienst geleistet hat. Ja, aus Kitzbühel wäre ich dir vielleicht eine kurze Einspielung per Video schicken. Da würden wir uns freuen. Auch die sind ja berüchtigt. Genau. Vielen Dank, dass du wieder Zeit genommen hast. Ich glaube, die Sportnation atmet auf, dass du wieder zurück bist. Ah, ja. Dankeschön. Und wir atmen auf, dass Sie wieder dabei waren und hoffentlich nächste Woche mit dabei sind, wenn der stellvertretende Sportchef seines Amtes, Walter Peter Moizzi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Grüße aus Spielberg. Wiedersehen.